gerade in der Grand Central Station und die wollte ich auch einmal zeigen, weil die einfach mega geil aussieht. Und es ist immer mega Hammer, es irgendwie zu sein. Wir müssen einmal noch mal nach da hinten gehen, damit wir einmal diese Seite davon zeigen können. Und das ist einmal die Seite. Sorry. Irgendwie sieht es auf dem Video aber nicht so geil aus, wie es in echt aussieht. Die Farben sind irgendwie komisch. How did we get to Soho? Hier stehen in jeder Ecke irgendwelche Leute. Stell dich mal da rein! Und oh, da steht keiner in der anderen Ecke. Nein, du musst da hin! Du musst in die Ecke, damit sie dich hören kann. Warte. Wenn man in diesen Ecken steht, kann man sich gegenseitig hören. Alena? Hallo! Oh mein Gott, das funktioniert! Was zur Hölle? Oh mein Gott! Hi! Oh mein Gott, das ist so komisch! Wie komisch ist das bitte? Okay, jetzt gucken uns die Leute komisch an. Geil! Yeah. Man sieht auf jeden Fall, dass wir angekommen sind. Sogar die Autowerbung auf Chinesisch. Mega witzig, wir sind gerade in der Straße zwischen Little Italy, dem District, und Chinatown. Deswegen ist links von uns China und rechts von uns Italien. Wir machen hier eine Weltreise. Die typischen New York City. Feuertreppen überall. Richtiges Brot. Wo sind wir gelandet? Wir sind jetzt zwar in Soho bestimmt schon seit einer Stunde oder anderthalb oder so. Ja. Und irgendwie sieht es nicht aus, wie man sich Soho Ciao. Vorstellt. Typisch Amerikaner irgendwie. Ja. Es ist irgendwie, keine Ahnung, man stellt sich das so vor, viele kleine Cafés, viele Boutiquen. Alle sagen immer, Soho ist so der Lieblingsort. Mein Gastvater hat gesagt, es ist sein Lieblingsort in New York, weil das so süß und klein ist und gemütlich. Und irgendwie sieht es hier aus wie überall in New York mit so Straßen und überall teure Geschäfte und ich weiß auch nicht, irgendwie ist es nicht so, was wir uns vorgestellt haben. Ja eben, es ist total voll, es ist nicht klein und gemütlich. Wir suchen jetzt gleich die Straßen mit den Cafés, falls es die existiert, um uns endlich in ein Café zu setzen, weil zumindest ich habe echt Hunger. Ich habe auch Hunger. Gut. Langsam werden die Cafés hier süßer. Wir haben unser Plätzchen gefunden. Aber kannst du ein Foto von uns machen? Ja, sofort. Wir haben jetzt ein schönes Café gefunden, sind jetzt in einer Straße angelangt, wo etwas mehr Cafés sind. Und hier sieht es auch echt süß aus. Wir haben so Limonaden, die schmecken nach Gewürzgurke. Eigentlich soll das, ich glaube, Zitronenlimonade sein. Aber schmeckt irgendwie nach Gewürzgurke, aber ist gut. Hier ist mein Burger. Das Essen hier sieht mega gut aus. Mac and Cheese. Jetzt habe ich noch einen Cinnamon Espresso Cookie geholt, beziehungsweise wir. Der komischerweise nur 2,50 € kostet. Das heißt bei Chloe und ist dafür, dass es vegan und alles ist, richtig günstig. Deswegen
wenn ihr mal in Soho seid, ne, ihr wisst Bescheid. Ganz zufällig sind wir jetzt an der New York Universität, an der NYU vorbeigekommen und haben auch gesehen, dass es einen Snapchat-Filter dafür gibt. Und we are here. Hier spielen alle Schach. Ich glaube, sie macht das nur, wenn man ihr Geld gibt, deswegen. Und jetzt sind wir im Washington Park, der direkt bei der New York Universität bzw. In der Nähe von den New York Universitätsgebäuden ist. Und es ist einfach richtig, richtig schön hier. Und genauso viel los wie im Central Park, also es lohnt sich mal hier vorbeizukommen. Wir sind am Waverly Place, wo die Zauberer vom Waverly Place eventuell was damit zu tun hat oder vielleicht nicht. Hier sieht es aber nicht so Magic-mäßig aus, ist uns gerade mal aufgefallen. Ich liebe solche Trinkbecher. Dadurch trinkt man immer automatisch irgendwie viel mehr. Oder das. New York University is my school. Nicht wirklich, aber... Dann hier wird noch solche Schachbücher. Die sind nicht hier drauf gegangen, oder? Weiß ich nicht. Oder doch? Marilyn Monroe? Audrey. $10. Hier sind all die Originalbücher, mit denen die bei der New York University lernen. Oh, wie cool. Wenn man durch New York geht, was uns aufgefallen ist, ist, wenn man irgendwo sein Ziel hat und hingehen möchte, man kommt einfach immer an irgendwelchen Sachen vorbei, die man sieht. Wir sind zum Beispiel durch Zufall an der New York University vorbeigekommen, am Union Square und jetzt am Flatiron Building, was man auf der Kamera natürlich total super erkennen kann. Auf jeden Fall kommt man an mega vielen Sachen vorbei, die man kennt, durch Zufall, was total cool ist. Und wir sind auf dem Weg zum Highline Park, das ist dieser umgebaute Bahnsteig zum Gleisen, was umgebaut wurde in einen Park. Und ja, das wollen wir uns jetzt angucken. Wir sind hier. Ja. Ich sehe nichts wegen den ganzen Menschen. Dieses Gebäude sieht irgendwie cool aus. Ja, crazy. Thank you.
Ja, oh, wie geil. Jetzt wieder zurück. Wir haben Soho gesehen, das Flatiron Building, den Highline Park, Greenwich Village, Chelsea, die New York University, den Union Square und so vieles davon haben wir durch Zufall gesehen. Es war ein super Tag. Ich habe so viel gegessen. Okay. Ich bin jetzt wieder zurück und es ist immer so früh, wenn man hier zurückkommt. Irgendwie, wir haben jetzt 7:45 und es ist stockdunkel draußen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, euch hat der kleine Vlog gefallen. Was ich auch noch sagen will, ein kleines PS hinterher. Ich finde, dass meine Kamera mich in einem sehr komischen Winkel zeigt. Ich finde, ich sehe sehr seltsam aus in dieser Kamera. Und manchmal spreche ich auch komisch, wenn ich in der Öffentlichkeit vlogge, weil es einfach, keine Ahnung, etwas komisch und ungewohnt ist und die Leute einen schon angucken. Ich mach's gerne, muss ich sagen. Und ja, irgendwie, ich wollte einfach nur sagen, dass ich in der Kamera sehr komisch aussehe und in echt hoffe ich nicht. Das ist komisch, aber ja, das wollte ich nur mal sagen.